einen Seite mag ich ganz gern wieder mal in die Gegend kommen, die ich natürlich 20 Jahre jedes Jahr befahren bin, immer unter großem Stress. Jetzt kann ich endlich mal unbeschwert genießen. Zweitens fahre ich gerne so ein Auto wieder mal. Das macht mich 30 Jahre jünger. Das ist wie eine Zeitreise zurück. Monte Carlo war mein Lebenstraum. Also ich kann mir immer wieder lesen, ich habe ein Ziel im Leben gehabt, ich wollte einmal Rallye Monte Carlo gewinnen. Das war damals das Größte, vergleichbar mit Wimbledon in Tennis. Und ich bin ja 73 das erste Mal gefahren, nicht mit einem Auto, wo ich gewinnen kann, aber das war schon ein tolles Erlebnis gewesen, die Straßen. Und das hat mich ab diesem Moment hat mich das immer wieder begeistert, diese Straßen jetzt, wenn wir nach Frankreich kommen, an die Seealpen, das ist was Einmaliges. Wirklich toll. Ich bin 20 Jahre lang nur heckgetriebene Autos gefahren. Hab dann im November bin ich erst mit dem Audi gewesen, haben mir alle erzählt, da muss man den linken Fuß bremsen, weil sonst mag er nicht in die Kurve reinfahren. Sag ich, habe ich noch nie gemacht, so ein Blödsinn, brauche ich nicht. Habe ich dann 6 Wochen viel Lehrgeld bezahlt und dann, als die Rallye ernst wurde, habe ich das im Griff gehabt. Colli Torini, das ist natürlich etwas, was ein wichtiger Punkt in meinem Leben war, weil Monte Carlo ist mit Colli Torini verbunden und es war heute toll, wieder die Wirtsleute zu sehen und es war einfach eine tolle Reise in die Vergangenheit. Wir fahren ganz normal, so wie wenn nichts wäre. Schön zügig dahin fahren. Genießen, tolle Straßen, sensationell, wirklich toll. Und so stellen wir eben auch Frankreich vor, wie jetzt die letzten Kilometer waren. Perfekt. Die Zeit ist allmählich schon abgelaufen. Die wenige Zeit, die vielleicht noch bleibt, sollte man nutzen, um ein bisschen Spaß zu haben. Was aber schwerfällt, weil was ist Spaß? Spaß ist offensichtlich für mich, wenn ich solche Dinge mache. Und damit sagt jeder, der ist immer noch so unterwegs wie vor 30 Jahren. Das war für mich ein ganz tolles Gefühl, erstmal wieder in so einem Auto zu sitzen. Und das ist eben das, glaube ich, Entscheidende. Ich sitze in einem Auto und du meinst, du bist eben 30 Jahre zurückversetzt. Das ist ein Auto, wo einfach keine Elektronik dazwischen funkt. Du musst alles selber noch machen. Und das ist auch einer der Hauptpunkte, das mir auch am meisten gegeben hat in diesen Tagen, dass ich mit diesem Auto wieder über diese schönen Strecken fahren durfte. Und dann bist du halt einmal für kurze Zeit, träumst du mal und meinst, du bist ein junger Mensch. Dieses Auto war verhältnismäßig schwer zu fahren. Du hast keine Elektronik, du hast eine sauschwere Lenkung, eine Kupplung, die ein normaler Mensch nur mit 2 Beinen treten kann. Du musst schalten alle 2 Sekunden. Aber das war eben die Herausforderung und das waren so viele Details, die damals den Guten von dem weniger Guten unterschieden hat, dass heute alles wegfällt. Heute, das kann jeder. Aber das damals schnell schalten konnte nicht jeder. Es ist einfach das, was ich am ehesten das Gefühl habe, dass ich zufrieden bin, wo ich nicht dran denke, dass da zwickt und da zwickt. Wenn ich fort bin, tut mir nichts weh. Zu Hause denke ich immer an Sterben.